Hi Leute, heute sind wir hier im Ada-Picknick in Dimpschei. Ne? Ist noch viel Platz hier. Hier oben ist ja nur für Familien und die, mit Kindern oder Frauen, ne? Also Männer alleine dürfen hier nicht her. Ne? Die müssen unten hin am Fluss. Und, aber sonst der Pool, da können sie alle baden. Ne? Die Tatjana und Katja, die müssen jetzt sich umziehen, Badesachen anziehen und dann schauen wir mal. Eigentlich wollte ich heute ausprobieren, Tatjana ist ihre Tochter, hat mir so ein Ding mitgeschickt, hier so ein Smooth Q3, ne? Aber den habe ich nun vergessen zu Hause. Heute Morgen lange geschlafen, gestern Abend bin ich lange her. Aber das wird schon. Ne, wenn man jetzt hier so guckt und dann hier oben, seht ihr, wir sind mitten in den Bergen, alles hoch, ist schön hier. Na, da kommen die beiden, jetzt sind sie umgezogen. Jetzt suchen wir uns erstmal was zu essen aus. Wir wollen ja hier Fisch essen heute Mittag. Ne? Und dann hier geht's weiter. Schei und Wasser haben wir jetzt zu stehen. Ne? Und jetzt könnte man eigentlich schon baden gehen. Denn bis das Essen kommt, das dauert eine Weile. Ich finde das immer wieder schön hier mit dem Wasserfall und mit der Brücke. Ne? Das hier peppt das Ganze hier so richtig auf, das Bild. Auch hier sind wir hier mit dem Papagei, die da hier Fotos anbieten. Tja, leider habe ich dieses Smooth hier Q3 hier zu Hause vergessen. Gestern habe ich mich noch beschäftigt damit, wie das ganze Ding funktioniert. Aber das ist super, das Ding. Dann wackelt alles nicht mehr so, das ist stabiler. Mal sehen. Das war jetzt groß, glaube ich, nicht so wie so ein Handy. Jetzt, ne? Aber schauen wir mal. So, die beiden Frauen, die beiden Schwestern, die sind jetzt hier unterwegs, gucken sich die Anlage ein bisschen an. Ich warte hier aufs Essen. Wenn es nicht kommt, dann weiß ich Bescheid. So, das Essen wird aufgetafelt. Ne? Sieht sehr gut aus. Teschekele! So. Also lecker, 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 lecker. Die Frauen hatten dann noch Kuchen ausgesucht. Ne? Da bei ihnen steht ja auch noch der Kuchen. Ne? Der Käsekuchen mit Rot oben oder mit Schoko oben und bei mir mit Zitrone oben. Dann sind auch noch diverse hier Eisbecher im Angebot. Also und Getränke, alles Mögliche. Ne? Für die Bierliebhaber, auch hier kriegt man so ein Bier. Das ist okay. So, dann werden wir mal einen Kuchen essen. Und dann werde ich auch ins Wasser mitnehmen. Und das Jungvolk, das liebt es auch hier mit der Wasserrutsche. Ne? Das finde ich richtig schön. Zwei Wasserrutschen. Und da toben die teilweise umher. Aber jetzt, wo ich film, ist wieder keiner da. Das ist manchmal so. Ne? Jetzt. Dumm. Oh, meine Kinder, jetzt klar. Das Jugendliche, die machen sich ja auch einen Gaudi draus. Ne? Aber wie gesagt, der Wasserfall, ne? Den liebe ich hier. Also. Ja, Leute, jetzt war ich baden. Das Wasser ist herrlich, schön. Ne? Aber wir haben Samstag. Ne? Und Wochenende sind da viele Leute hier. Das Hang ist voll. Also, nächstes Mal fahre ich wieder in der Woche. Ne? Dann macht es mehr Spaß, im Wasser zu baden. Naja, die Frauen sind nicht reingegangen ins Wasser. Sie wollen ein bisschen relaxen. Auch in Ordnung. Ah, Tanja und Katja gehen jetzt baden. Ja, jetzt ist der Pool nicht mehr ganz so voll. Aber genau jetzt baut sich alles auf hier davor, ne? Dass man nicht da rankommt. Ja, ja, die beiden mit ihren Papageien, die haben wohl auch nicht groß Glück gehabt. Ne? So versucht jeder über die Runden zu kommen. Ne? Ja, nicht, dass sie denken, das ist kalt, das Wasser. Das Wasser ist nicht kalt, das ist schön. Hier seht ihr nochmal hier unten die untere Etage. Ne? Da ist unten auch noch ein Springbrunnen. Dann haben wir nochmal eine Brücke über den Fluss.
und eingebettet in hier in diesen Bergen. Ne? Und das in den Bergen, das sieht man dann auch noch hier nochmal so schön. Ne? Das ist einfach herrlich. Na, hier unten seht ihr nochmal die Fontaine. Und unten, hier da drüben sieht man, das ist auch überall so eine Plattform, wo man sich hinsetzen kann und essen kann. Ne? Da drüben sind nochmal liegen zum Sonnen. Da hier ist noch so ein 3-Meter-Brett, wo man den Fluss springen kann. Und einiges anderes auch, Wasserrutsche ist da auch. Ne? Also das ist wirklich pfiffig. Ne? Ja Leute, wir machen uns jetzt auf Socken. Ne? Wir wollen noch ein bisschen was anderes unternehmen. Und falls euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo da lassen und einer auf die Glocke hauen. Dann bis zum nächsten Mal. So, heute mal wieder beim Dalidan. Ne? Die und hier, Katja wollte auch mal sehen, den Laden hier, der so schön ist. Grüß dich. Grüß dich. Willkommen. Na, wie geht's dir? Gut, und ja. Gut, super. Alles klar. So, nochmal hier, dass ihr wisst ungefähr, wo das ist. Ne? Da geht's zum Dimschei. Ne? Und hier, da ist das Schild hier, Dalidan. Ne? Auch mal ein bisschen hier so rangehen. Ne? Also hier oben, Dalidan. Und der Inhaber sagte mir jetzt auch, dass bei Google Maps ist er verzeichnet. Also Dalidan findet ihr aber auch bei Google Maps. Und hier in der Richtung geht die Straße nach Kessel, ne, zum Campus, also zum Universitätsgelände. Ja. Oh, hier ist drinnen nochmal, ne? Angenehme Musik. Ne? Hier die Ecke zum Sitzen, das ist immer schön. Und dann hier alle möglichen Produkte, ne? Und er hat vieles da drin, ne? So. Ich finde das immer schön hier. Einfach schön. Das ist so gemütlich, wenn man hier so sitzt. Also wie gesagt, wenn ihr dann zum Dimschei rausfährt von Richtung Kessel, hier da über das Campus, hier, also über das Universitätsgelände, ne? Dann kommt die hier. Und es ist richtig schön tüffig. Und die beiden Frauen sind im Garten. Die gucken nach hier den Bäumen. Und die, wie gesagt, hier sind die Toiletten. Ne? Hier, die sind hier gleich hier hinter. Und die sind moderne Toiletten und immer richtig schön sauber. Also wird auch mal alles schön sauber gehalten. Na, ich trinke erstmal meinen Chai und der Inhaber, der spricht dann bitte ganz gut Deutsch, ne? Mit dem kann man sich ganz gut Deutsch unterhalten, wenn er da ist. Er ist aber auch oft hier in den Plantagen zum Arbeiten. Wir wollten eigentlich nach Avocados gucken, weil die Avocados hier bei ihm sind super lecker, ne? Die sind richtig gut, aber ist wohl vorbei. Jetzt guckt er nach Hühnereiern, ne? Seine Hühnereier, die sind wirklich einmalig, die schmecken richtig lecker. Das letzte Mal habe ich solche Eier woanders gegessen, wo ich selber welche hatte. Wo ich dann hier meine eigenen Hühner und die haben viel Grünes, die sind draußen, da waren hier Bärensträucher im Auslauf, wo die waren und alles Mögliche. Und die Eier waren auch richtig gut. Und jetzt habe ich noch ein bisschen so eine hier extra Portion gekriegt hier. Sieht doch gut aus hier. Und jetzt hier eine Gänsewanderung. Eine Gänsewanderung im Dorf. Und die Autos achten auf die Tiere, ne?